Dann bin ich mit dieser Löwenstadt echt überfordert. Und gut. Dann würde ich sagen, geben wir uns doch direkt mal auf den Weg in dieses Dorf. Was wir eigentlich aber, denke ich mal, eh machen müssen. Oh. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Er hat ihn mit einem einzigen Streich getötet und er hat gelacht, als der arme Junge seinen letzten Seufzer tat. Hey, ihr! Das war Gao, der Geringe. Er schleppte einen Sack oder so etwas und dieser Junge hat sich ihm entgegengestellt. Warum hat denn Schüler Sipat getötet? Was war in dem Sack? Und keiner von euch hat genug Rückgrat, um ihn aufzuhalten? Das ist typisch für euch Bauernvolk. Dieser tapfere junge Bursche hat Gao angehalten und wollte wissen, was er da schleppte. Gao hat ihn bloß ausgelacht und wollte weitergehen, aber dieser Schüler stellte sich ihm in den Weg. Gao hat nur mit den Achseln gezuckt, sich umgedreht und den armen Jungen mit einem Streich getötet. Wenn er zum Tor unterwegs war, könnte ich ihn vielleicht noch einholen. Gao hatte es ziemlich eilig, aber vielleicht holt er ihn ja noch ein. Seid auf der Hut, wenn ihr ihm wirklich folgen wollt. Gao ist ganz verrückt vor Wut. Dieser arme Junge da hat das zu spät bemerkt. Gut. Dann wissen wir, was zu tun ist. Da seid ihr ja. Ich höre, eure Freundin wird vermisst. Traurig, wirklich sehr traurig. Aber was noch wichtiger ist, ich habe soeben neue Ware bekommen. Eine Handelskarawane hat sich allen Geistern und Banditen auf den Straßen zum Trotz bis hierher durchgekämpft. Was kann ich für euch tun? Was habt ihr alles auf Lager? Ich habe gerade etwas neue Ware bekommen. Eine seltene Lieferung, die es bis hierher geschafft hat. Ein paar Essenzjuwele, die euch interessieren könnten. Aber seht ruhig selbst. Fehlerhaftes Münzjuwel. Seele plus 1. Fehlerhaftes Gelehrtenjuwel. Geist plus 1. Schwaches Juwel der Schmeichelei. Des Schmeichelns. Einschüchterung Institution. Okay. Ich denke mal, das könnten wir brauchen. Nehmen wir auch gleich mal. Genau, das könnten wir schon mal verkaufen, weil das werde ich ganz bestimmt nicht benutzen. Das war's. Gut. Dann werden wir die doch gleich mal einsetzen. Genau. Dann haben wir noch mehr Seele. Und sprich noch mehr Ski. Wo ging es jetzt nochmal lang? Ich glaube, hier oben musste ich lang. Ich weiß es nicht. Ja. Hier muss ich lang. Schon traurig die Sache mit dem Torwächter. Der Tollpatsch ist Gau dem Geringen in die Quere gekommen. Der junge Herr hatte geahnt, dass ihr ihm folgen würdet. Also hat er uns dagelassen, um euch aufzuhalten. Gegen diese Banditen hattet ihr Glück. Aber wir sind nicht so leicht umzupusten. Geht mir aus dem Weg. Ich habe es auf Gau abgesehen, nicht auf euch. Ihr werdet wesentlich mehr Leute brauchen, um mich aufzuhalten. Wenn ihr Hundesöhne auf dem Absatz kehrt macht, lasse ich euch vielleicht laufen. Ja, habt ihr denn gar keine Angst? Da werdet ihr von gestandenen Soldaten bedroht und ihr blinzelt nicht einmal. Kein Wunder, dass Gau der Geringe nichts mit euch zu tun haben wollte. Wenn ihr ihn verfolgen wollt, bitte. Ihr seid einen Kampf nicht wert. Na, das war aber einfach. Mein Kopf dröhnt wie eine Kriegstrommel und der Kampf scheint nicht zugunsten des Kaiserreichs ausgegangen zu sein. Was ist denn passiert? Ich sprach gerade mit Gao, dieser verzogene kleine Bengel. Er hat mich völlig grundlos niedergeschlagen. Ihr habt Glück, dass er noch am Leben seid. Auf dem Weg zu euch hatte Gao einen Mitschüler getötet. Dieser widerliche... Ich wünschte, das hätte ich vorher gewusst.
Ich meine, bevor er mich niedergeschlagen hat. Wir Torwächter haben schon eine undankbare Aufgabe. Das mit dem Schüler tut mir leid, wirklich sehr leid. Ihr seid mir vielleicht ein Wächter. Könnt nicht mal euch selber schützen. Es kam ganz unerwartet. Er schleppte einen Sack und ich fragte ihn, ob er Hilfe brauche. Er sagte, nein, nur den Schlüssel für das Tor. Und dann war seine Hand plötzlich von diesem Flammenball umgeben. Was dann passiert ist, weiß ich nicht mehr. Muss wohl ohnmächtig geworden sein. Ich bin noch nie bedroht worden. Habt ihr wenigstens gesehen, wohin er gegangen ist? Wenn er das Dorf verlassen hat, kann er nur eine Richtung eingeschlagen haben. Der Pfad führt an den Feldern vorbei zu den Sümpfen. Aber wieso denn? Warum greift er mich an, bloß um aus dem Dorf zu kommen? Er hat Morgenstern entführt. Was? Dieser eingebildete Jungspund! Ich hoffe doch, ihr geht ihm nach und verweist ihn in seine Schranken. Lauft! Verschwendet keine Zeit mit mir! Los, schnell! Jetzt müssen wir immer hier entlang zum Sumpf. Uha. Von hier kommen wir, also müssten wir hier entlang. Hört auf zu jaulen, sonst nehmen wir euch aus. Meine arme Fan, was habt ihr mit ihr gemacht? Halt, wer da? Noch mehr von Gars Soldaten? Ich habe keine Lust mehr, mich zu verstecken. Die Sümpfe gehören uns, Gesetzlosen. So, dann probieren wir das mal. Nett. Weg. Sie ist weg. Sie haben sie mitgenommen. Meine wunderschöne Fan. Meine Blume der Felder. Bitte, mein Name ist Hing und ihr müsst mir helfen. Meine Fan ist sehr zart. Sie wird sich wundscheuern unter dem Joch der Banditen. Langsam, erzählt mir, was passiert ist. Wir waren unterwegs nach zwei Ströme. Ich transportiere Güter zwischen den Höfen des Tals hin und her. Ich wusste ja, dass wir den Sümpfen schon zu nahe waren. Wie konnte ich nur so dumm sein? Meine schöne Fan musste sie ja einfach anlocken. Ich kann hier nicht weg ohne sie. Die werden sie zu Tode schinden oder sie aufessen oder Schlimmeres. Könnt ihr denn gar nichts tun? Bitte. Wenn ich sehe, werde ich tun, was ich kann. Ich danke euch. Und meine Fan wird euch danken, wenn sie wieder bei mir ist. Meine kostbare Blume der Felder. Ich kann nicht weg ohne sie. Na gut. Möchte ich mich aber kurz nochmal umschauen. Was? Ach da. Hier haben wir... Skibecken. Das ist der Kaufmann. Und hier? Ist hier sonst irgendwas? Nö. Gut, dann müssen wir hier weiter entlang. Ich bin kein gemeiner Bandit. Ich wurde schon von Schlimmeren als euresgleichen gejagt. Junger Schüler, ich bin nicht euer Feind. Das war ein Missverständnis. Ihr tut so, als würdet ihr mich kennen. Ich habe euch noch nie gesehen. Ihr könnt ein Bandit sein. Kommt mir ja nicht so nah. Ihr habt ohne Gnade gekämpft. Warum sollte ich euch trauen? Ich habe versucht, unbemerkt zu bleiben. Aber ich muss auch essen. Ich war ein oder zweimal am Rand eures Dorfes, um Handel zu treiben.
Ich habe euch trainieren sehen. Ich bin Su. Man nannte mich auch Su den Scharfsinnigen, wenn ihr auf einen Titel besteht. Es ist ein Name, den ich mit Tien dem Scharfsinnigen, dem ersten Kaiser, teile. Wenn ihr kein Fan seid, warum seid ihr dann hier draußen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein gedankenvoller und scharfsinniger Kaiser im Sumpf kämpft. Warum sollte euch mein Training interessieren? Ich bin in Eile. Jemand aus dem Dorf wurde von Gao den Gierigen entführt. Kein Wunder, dass ihr so hierher gekommen seid. Ihr wollt jemanden retten und habt wahrscheinlich keinen Gedanken an eure eigene Sicherheit verschwendet. Das ist sehr selbstlos von euch. Ich neige eher dazu, effektiver zu denken. Ich habe etwas von einem Lager gehört. Sie scheinen mit dem Töten von Banditen beschäftigt zu sein. Man sollte sie also nicht stören. Mehr war nicht. Ich wollte nur etwas Ruhe und Frieden. Ihr müsst jetzt suchen können. Könnt ihr mir die Richtung weisen? Ihr scheint mit ihrer Art vertraut zu sein. Gibt es noch etwas, das ihr mir sagen könnt? Nein. Ich bin nicht daran interessiert, Ärger zu suchen. Tut mir leid, aber ich habe meine Gründe. So schlecht es auch sein mag, aber ohne meine Hilfe seid ihr besser dran. Ihr habt recht, ihr seid kein Bandit, ihr seid ein Feigling. Ich werde Morgenstern allein finden. Falls ihr eine Schülerin namens Morgenstern seht, solltet dann zeigt wenigstens ihr, wie man hier rauskommt. Ihr solltet aus euch rausprügeln. Morgenstern verdient etwas Besseres als eure Feigheit. Ja, machen wir das mal. Morgenstern? Der Name ist mir vertraut, aber ich kann trotzdem nicht... Ich habe viel Zeit damit verbracht, Ärger aus dem Weg zu gehen, und jetzt möchte ich ihn nicht unbedingt suchen. Es tut mir leid. Wartet. Morgenstern, eure Freundin, sollte nicht unter meiner Widerwilligkeit leiden. Ein paar Männer gingen in Richtung Norden. Sie hatten ein großes Bündel bei sich, das ihnen Mühe bereitete. Dort könnte ihr Lager sein. Es gibt keinen Weg, den Sumpf in dieser Richtung zu verlassen. Ich werde euch führen, man kann sich leicht verirren. Na, vor allem mal. Vielen Dank, ich wusste doch, dass ihr einen Funken Anstand in euch steckt. Warum sollte ich euch glauben, nachdem ihr mich sofort derart abgewiesen habt? Ihr wart eure Meinung geändert, nachdem ich Morgenstern erwähnt habe. Warum? Wenn irgendein Narr sich um jeden Preis im Sumpf verirren will, dann soll's mir recht sein. Aber eure Freundin hat ihr Schicksal sicher nicht verdient. Gao, der Geringe, soll seinen Preis nicht ohne gerechten Kampf bekommen. Und jetzt kommt. Wir haben ein gutes Stück Weg aufzuholen. Wir werden sie finden. Wie ich schon sagte, es gibt keinen Ausweg in dieser Richtung. Nicht zu Fuß. Danke für eure Unterstützung. Ich werde versuchen, dass ihr es nicht bereut. Eure Aufgabe ist wahrscheinlich ohnehin schon kompliziert genug. Gehen wir. Das Hauptlager liegt im Norden. Aber auf Soldaten stößt man überall in diesem Gebiet. Wenn ihr Ärger sucht, dann sollen wir ihn schnell finden. Gerne, Gruppenmitglied. Und wir haben Level Up. Ja. Gut. Dann gehen wir einfach mal auf Geist, 1 auf Seele und 1 auf Körper. Haben wir eine gute Verteilung. Würde ich dann auch so beide behalten. Ja. Ja, vielleicht Geist könnten wir dann beim nächsten Level ein bisschen höher bringen, damit Seele, Geist und dann als letztes das Körper ist. 8 Kampfstilpunkte. Natürlich hier gerne mal zu weisen. Ich würde gern schneller sein. Mein Chi-Schaden auch erhöhen und dann würde ich doch die Eisscheibe laufleveln. Die sieht nicht schlecht aus. Übrigens alle Effekte, Schaden. Würde ich einmal Schaden und erhöhte Wirkungsdauer nehmen. Genau. So Richtung Norden hat er gesagt. Wir müssen weiter nach Norden. Beide Wege führen dorthin. Allerdings bezweifle ich, dass einer... Wen haben wir denn da? Noch mehr Gesetzlose? Die sind ja überall. Gao hatte recht, ihre Tötung zu befehlen. Und sei es nur, damit das Lager gesichert ist, während er sich um diese Frau kümmert.
Der gehört nicht zu uns, Soldat. Uns kriegt ihr nicht klein. Wenn Gao uns aus dem Sumpf vertreiben will, wird das ein harter Kampf für euch. Und wieder einer weniger. Okay, die Eissachen gefallen mir sogar. Genau. Gleich mal fürs nächste Mal auswählen. Ich mag die sehr. Also offenbar haben die Soldaten die Banditen, die hier normalerweise sind, vertrieben. Ob das eine Verbesserung ist, wage ich zu bezweifeln. Dieser elende Sumpf. Sie springender Tiger. Ja. So, der Eiszauber gefällt mir ja schon mal richtig gut. Muss ich schon sagen. Was? Wer? Nein, wartet. Ich will nicht noch mehr ärgern. Gut, dann sagt mir einfach, was ich wissen möchte. Ihr habt